Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play. Ich bin Zocker Martin. Also, lass uns zocken. Schön, dass du da bist. So, wir müssen... Achtung, Werder! Arbeitet hart und freut euch des Lebens! Ja, freut euch des Lebens. Was ich sagen wollte, ist, wir müssen den Dock-Controller irgendwie ablenken. Aber erstmal hier weg, das ist mir zu laut. So, es ist ein bisschen angenehmer für meine Ohren. Also, wir müssen ihn irgendwie ablenken. Und wir müssen ein Raumschiff finden. Was ich glaube, dass das miteinander verbunden ist. Der Dock-Controller da und ein Raumschiff zu finden. Aufgepasst, Bürger! Nein, 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 nein. Grüße, Genosse. Grüße, Genosse. Ach, übrigens, wollte eigentlich euch was zeigen. Denn hier sind ja ein paar Sachen natürlich, wie das hier, das kennt ihr bestimmt, ne? Planet Erde. Größtenteils harmlos. Jupp. Und jetzt hört euch mal die überarbeitete Fassung. Planet Erde. Wird gegenwärtig vom Ministerium für galaktische Unsicherheit, Abteilung Kornkreise, bearbeitet. Dieser kleine Planet hat momentan noch wenig, das für den Konzern von Interesse ist. Trotz zahlreicher Besuche von Konzernrobotern und technologische Entwicklungshilfe haben die Eingeborenen bislang keinen großen Fortschritt erzielt. Sie sind durchaus am All interessiert, doch ihre noch in den Kinderschuhen steckenden Forschungsprojekte werden nicht zentralisiert ausgeführt und verwenden meistens unbemannte Sonden oder primitive Raketenantriebssysteme. Ein interessanter Aspekt der Erdkultur ist jedoch ein bemerkenswert ausgeklügeltes Denk- und Regierungsschema, das auf hartnäckigem Irrglauben basiert, welches der Konzern sich in den Gehirnwäsche-Experimenten des 6000. großen Umlaufs zu eigen gemacht hat. Siehe auch Konzernbürger. Interessant, hä? Wir haben uns durchschaut. Wir wissen, wie wir ticken. Ja, global denken ist nicht unser Ding, glaube ich. Hä? Aber ich wollte eigentlich was sagen. Grüße, anderes Genosse. Wofür die Nichts Tasse? Drin. Nichts drin, schon klar. Die Titelstory handelt von mir. Ey, du siehst aus wie ein Grey-Alien. Floyd, bist du einer von denen? Die Spielzeuge kann ich knicken, wofür das? Es ist niedlich und wollig und es steht Geständiger des Orbits drauf. Geständiger des Orbits. Vielleicht müssen wir uns in irgendwann verkleiden. Das Buch wird uninteressant sein, die Chips sind wahrscheinlich uninteressant, die Kamera ist interessant. Sie ist mit den neuesten Features ausgestattet. Zoom, Blitz, Autofokus. Muss ein Vermögen gekostet haben. Zoom, Blitz, Fokus. Das muss wichtig sein, wenn er das so sagt. Ja, wie gesagt, das wird alles, ist ja überflüssig. Der hat das zwar übernommen, aber... So wie der Poster hier, das Poster und die beiden und das alles. Gut, also ich gehe davon aus, die Tasse, die Kamera und das Kleidungsstück ist noch wichtig. Die drei Stück, alles andere können wir vergessen. So, nein. Da sind wir, glaube ich, fertig. Ich bin eh kein Fan von Zoo. Tiere in Gefangenschaft, das geht gar nicht. Egal, wie man sich das erklärt. So, ja. Nein, mit Dolores brauchen wir nicht zu reden. Die ist nicht hilfreich. Ja, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Wir wollen den ablenken. Grüße, Genosse. Ja. Ablenken. Oder wir müssen erstmal den Frachter finden und dann, um ihn abzulenken. Aber ich kann den blöden Frachter nicht finden.
Also, der Prachter, der muss irgendwann, vermutlich, da oben in den Aussichtsturm zu sehen sein. Weil in dem Frachterraum, da ist leer und das bleibt auch so leer. Da brauchen wir erstmal nicht zu gehen. Ohne Kaffee passiert da gar nichts. Das Problem ist, dass du den Frachter nicht siehst. Oder können wir... Ich dachte jetzt gerade an ein Teleskop da. Also, es könnte sein, dass wir den Frachter hier irgendwann mal finden. Oder er kommt hier und landet oder was auch immer. Boah, ich wünschte, ich hätte das mit den Animationen abbrechen schon am ersten Episode. Oder schon am zweiten Episode gewusst. Naja. Man lernt immer was dazu, oder? Hier, das dachte ich. Ich kann es benutzen, um die Wunder der Galaxis zu bestaunen. Ja, genau. Aber ich dachte eher, dass man dann benutzen könnte. Das Problem ist, man kann das nicht drehen. Zoomen. Herauszoomen. Aber wir haben keine Credits. Meine Idee war, dass ich dadurch vielleicht den Frachter finde, weil er sagte ja, der hat das nicht mehr aufgeschrieben, die Nummer von dem Frachter. Kann sein, dass wir durch diese Nummer den Frachtschiff finden müssen, weil die so ein bisschen weit entfernt sind. Oder ich liege auf dem Holzweg und der muss in dem Frachtraum sein. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist leer und da ist nur der Dock-Controller und den müssen wir noch ablenken. Ich weiß nicht wofür. Guten Wahrscheinlich an dem. Oh nee, wieder rein. Bürger, eine Standard-Omni-Überwachungsuntersuchung hat ergeben. Puh. Gut, dass der Sprecher immer abgebrochen wird, wenn du den Raum wechselst. Was ich sagen wollte ist. Genau, ich glaube, er muss an den PC ran. Aber wofür? Um den Frachter zu finden? Dann brauche ich ja. Erst muss ich eine Lösung finden, um den Dock-Controller zu abzulenken oder ja, abzulenken. Aber womit? Grüße, Genosse. Ach man. Grüße, Genosse. Da muss man aufpassen, kurz ein bisschen kurz an den Rand, das ist Bildschirm. Wupp, ist das weg. Okay, ja, das kommt halt. Das zieht mein Bruder an, wenn er Gott spielen will. Damit kann ich Sam steuern. Jo. Manchmal. Starte mal, da wird der Roy bestimmt glücklich sein. Das macht wenig Sinn, solange Sam nicht funktioniert. Ja, okay. Grüße, Genosse. Die können wir nicht benutzen. Das. Ein roter Plastikfisch. Ein Spielzeug. Sieht nicht sehr realistisch aus. Ein Spielzeugraumschiff. Nicht gerade der letzte Schrei. Ja. Können wir den anziehen? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich auch nicht. Wollten wir was ausprobieren. Grüße, Genosse. Menno. Nichts, was... Was? Grüße, Genosse. Ich war wieder zu schnell mit meinem Finger. Nichts, was hier rumliegt, inspiriert mich auch nur im Geringsten. Du brauchst Inspiration oder was? Na gut, okay.
Hallo? Läuft? Danke. Warte mal, warte. Aufgepasst, Schöner. Oh nee. Unwissenheit ist keine Entschuldigung für Verrat. Sprechen Sie daher noch heute mit einem der freundlichen Vollstreckerbeamten, um sich über die neuesten Weisungen. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich hab. Oh, der ruft immer nach Molly noch. Yo, jump, jump, jump. Also. Ich dachte mir, er sagt Inspiration. Was wäre? Er sagte ja doch Zoom und Fokus. Was wäre, wenn ich Grüße, Genosse. Das Ding hier, was schön eine geile Apparat mit Dings benutze. Also damit kann ich nicht. Das wird keinen Sinn ergeben. So, hier. Denn da fliegen, landen und starten Schiffe. Grüße, Genosse. Und er könnte theoretisch ein Fotoapparat sowas wie als Fernglas benutzen. Nichts, was hier rumliegt, inspiriert mich auch nur im geringsten. Ja, was war mein Fehler? Grüße, Genosse. Nein, ich muss benutzen mitmachen. So. Mit dem Zoom kann ich nach dem Schiff Ausschau halten, von dem Arnold geredet hat. Ja, genau so. Kick. Also als Kick-Ass? Hey, das ist das Schiff, das Arnold meinte. Na dann, auf geht's. Zurück zu den Docks. Wie, das war schon? Okay. Was heißt, ihr geht zu den Docks? Ich meine. Die Docks, ich meine, der Frachter ist doch komplett leer. Aber nur weil du ihn gesehen hast, plötzlich taucht er da auf, oder wie? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Oder ich liege wieder komplett daneben. Und er meint was anderes. Können wir gleich sehen. Wo ist mein Ex? Jeff Lloyd. Die Zeiten sind vorbei. War du noch gut drauf warst. Ich meine, du bist jetzt auch so gut drauf. Du brauchst eigentlich keine Summer Ex nicht, aber. Wie du gesprochen hast, hat mir gefallen. Das ist nicht abgefahren genug. Das ist nicht abgefahren genug. Okay. Dock. Hier steht nur Dock 12. What? Das mit der Ablenkung hat Arnold aber wirklich drauf. Das erinnert mich an die an eine Episode von Star Trek Serie mit James T. Kirk. Ich weiß nicht, wie die hieß nochmal. Da war auch so, da so eine Plage, die haben sich dann vermehrt ohne Ende, sah aus wie Meerschweinchen. Kribbles? Kribbles? Ich weiß nicht mehr. Aber das zumindest, das erinnert mich. Hoffentlich ist dann haben wir ein bisschen in die Luft. Benutzer? Ich bezweifle, dass ich darin etwas von Interesse finde. Oh, oh. Bürger, wir stecken hier in einer Krise. Wenn du freundlicherweise mein Büro verlässt, bevor ich dich eliminiere. Okay, okay. Kein Grund, ausfallen zu werden. Ja, ehrlich. Eliminieren. Du bist so extrem. Okay, also das ist ein Teil des Planes. Aber wir müssen noch was damit machen. So? Wir können doch nichts machen. Oh, wir können nehmen. Auf der
Das ist viel zu sperrig für Orakel. Was? Das kann ich nicht benutzen. Aber die Dinger kann man nicht nehmen. Kapier ich nicht. Und da können wir... Hä? Was machst du denn hier? Bist du ein nettes kleines Ding? Mach aber ja nichts Unhygienisches in meinem Orakel. Juppie, er hat mich verwirrt. Wieso hast du das jetzt gemacht? Du hast das noch nie gemacht. Grüße, Genosse. Mein eigenes kleines Kuschelwurbel. Okay, also, das ist jetzt zum Ablenken. Ich denke mal, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen den Dings da aufsetzen in dem Büro. Vielleicht flüchtet er, weil er Angst vor denen hat? Ja. Grüße, Genosse. Benutzer? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Grüße, Genosse. Kurz nachdenken, Benutzer mit. Ah, okay, ich hab's gesehen. Bürger, wenn ich mit den Wurbels nicht schon alle Hände voll zu tun hätte, dann wärst du jetzt gleich tot. Raus jetzt! Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Er ist immer so extrem. Okay, ich glaube, wir müssen das in den Schrank packen. Grüße, Genosse. Benutze. Schließen? Raus! Wow. Bleib draußen! Wer schreit, hat Unrecht. Wusstest du das? Ja! Alter, ich will das. Das ist aber richtig sauer. Aber das mit dem Stein hast du recht. Wer schreit, hat Unrecht. Aber ich sag meistens, wer schreit, ist dumm. Wenn nur dumme Menschen schreien. Grüße, Genosse. Ja. Was? Sag bloß, er schläft jetzt. Ein Standard-Konzernschließfach. Raus und bleib draußen! Wer schreit, hat Unrecht. Wusstest du das? Ja, toll. Und jetzt? Noch einholen? Ja, hier können wir nicht nehmen. Und ich glaube nicht, dass wir da noch einen finden. Aufgepasst, Bürger! Komm. Ich kann nirgendwo hin, solange ich nicht diese fürchterliche Parkkralle losgeworden bin. Jetzt willst du plötzlich fahren, wenn ich die Kralle wäre. Dann willst du nicht mehr öffnen. Selbst wenn ich es könnte, warum? Ich kann nirgendwo hin. Ja, okay, ist gut, ist gut. Ich muss mir was anderes ausdenken. Kann ich nicht machen. Okay, das heißt, ich muss mir was ausdenken hier. Grüße, Genosse. Hallo? Grüße, Genosse. Ja. Mir fällt aber jetzt nichts ein.
Außer die Bombe, aber die Bombe kann es nicht sein. Mit dem Ding könnte man ziemlichen Ärger bekommen. Ja. Hier hat sich aber nichts getan, oder? Wow, du hast immer mehr Verstoße. Bleibt, kein Wunder, dass du berühmt bist. Oder berüchtigt, besser gesagt. Wow, okay. Gehen wir nochmal rein. Du hast nicht viel Zeit. Raus und bleib draußen! Wer schreit, hat Unrecht, wusstest du das? Also wenn du sowas sagst, bleib, 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 wo willst du denn hin? Wenn du sowas sagst, dann guck nicht in diese Richtung, guck in diese Richtung. Aber du bist immer besser. Irgendwann schaffst du zwei Saltos so. Irgendwas vergesse ich. Irgendwas Grüße, mache ich hier Genosse. falsch. Oder können wir ihn nehmen wieder? Boah, was soll das bringen? Aber wir können schließen, also irgendwas, Das ne? ist viel zu sperrig für. Aber ich kann mit dem nicht mehr interagieren. Raus und bleib draußen! Wer schreit, hat Unrecht, wusstest du das? Was ist, wenn wir... Grüße, Genosse. Ich weiß nicht. Den Schlag vollmüllen? Alles packen, was geht in den Schrank? Damit die Kleine da zu spielen hat? Schnell, schnell, schnell. Grüße, Genosse. Hier, das macht Boom. Ich kann mir nicht vorstellen, Boah, komm schon. Grüße, Genosse. Oder das hier? Das hat keinen Sinn. Oh, du hast echt nicht viel Zeit. Raus und bleib draußen. Wer schreibt? Ja, ist gut. Und nochmal. Würde mal gerne wissen, wo er immer verschwindet. Grüße, Genosse. Man sieht ja nicht. Mal. Was ist, wenn das wirklich jetzt nicht gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Grüße, Genosse. Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei. Okay. Raus und bleib draußen! Ach, okay. Grüße, Gut. Genosse. Überlegen. Ein Spielzeug sieht nicht sehr realistisch aus. Okay, versuchen wir mit der Katze. Kann sein, dass der Alien Boomster-Dings da drauf reagiert. Grüße, Genosse. Wie eine Katze mit einem Spielmaus. Und dieses Mal umgekehrt. Aha. So machen. Bürger, meine Geduld ist zu Ende. Du wirst jetzt hier bleiben, während ich einen Vollstrecker benachrichtige. Oh, was? Was in Omnibrains Namen ist das? Wie, Was hast du da rein? die haben sich vermehrt? Wow, wo. Das kleine Ding hat sich mit dem Spielzeug vermehrt, oder? Wie soll ich das verstehen? Sie wirken ein wenig konstant. Ein paar Stückchen Docking-Controller sind noch zu sehen. Hoffentlich kann er noch atmen. Eins der kleinen Wunder der Natur. Ja. Es ist doch komm scheuert. Eins der kleinen Wunder der Natur. Ja. Okay, benutze jetzt den Computer. Ich bezweifle, dass ich darin etwas von Interesse finde. Wo bist du verarschen? Wofür haben wir das denn gemacht? Ein stinknormales Standard-Terminal.
Das wird mir nicht viel nützen. Ich bezweifle, dass ich darin etwas von... Eins der kleinen Wunder der Nacht. Jetzt hab ich's gesehen. Sicherheitsschlüssel. Ja, alles klar. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich hab's gesehen. Gut. Ja, ganz ehrlich, ist logisch. Was sollte ich denn mit dem Computer? Ich meine, eigentlich dachte ich, dass wir irgendwie rausfinden, wo ein Schiff hier zum Beispiel stehen könnte, auf welchem Dock wir den benutzen könnten. Aber nee! Wir wollen unseren Roller benutzen. Okidoki. Grüße, Genosse. Dankeschön. Und benutze Schlüssel mit hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich durch die Rebellion einmal Geld sparen würde. Und ich muss nicht mal mehr einen Helm tragen. Ja, genieße diese Freiheit. Ich wünschte, ich könnte ohne Helm fahren. Born to be wild, baby. Born to be wild. Okay. Oh? Was ist das? Ist ein neuer Raum? Ein neuer Ort? Okay, aber fahren wir erstmal zum Schrottplatz. Denn da ist das Fahrzeug. Da ist es. Das schöne Ding. Schmuckstück. Wenn ich dieses Ding in Bewegung bekommen würde, dann könnte ich wirklich stilvoll rebellieren. Ja, genau. Mach das. Könnte klappen. Aber... Ich bräuchte nur genug Saft, um den Magneten zu überwinden. Das war der Hammer. Cooler Sound. Okay. Ja. Wenn ich dieses Ding in Bewegung bekommen würde, dann könnte ich wirklich... Okay, also irgendwo ist hier ein Magnet. Also, ja klar, irgendwo. Das ganze Zeug hier ist Magnet. Deswegen haftet ja das ganze Müll hier. Gucken wir mal, ob da jemand zu Hause ist. Abgeschlossen. Mit einem Schallschlüssel. Mit einem Schallschlüssel? Da geht's ins Schiff hinein. Das ist viel zu spät. Ja, benutze. Abgeschlossen. Mit einem Schallschlüssel. Schallschlüssel. Das heißt, wir müssen was? Einen Ton abspielen? Aber interessant ist, dass sie jetzt nicht mehr klopft, ne? Sondern anders reagiert. Ja, okay. Das wird mir jetzt nicht viel bringen. Das heißt, ich muss was... Ziemlich viel Zeug hier. Hä? Wie hast du das gemacht? Hallo, jetzt kann ich das nicht mehr interagieren. Was soll das? Oder hast du schon was mit eingesteckt? Grüße, Genosse. Ein gelber Hüpfball. Hüpfball? Eine ganz gewöhnliche Luftpumpe. Eins und eins macht zwei. Ich sollte erst mal versuchen, ob die Pumpe funktioniert. Ups. Ach, Floyd. Scheint, ich habe sie kaputt gemacht. Du hast sie kaputt gemacht. Grüße, Genosse. Das war einmal ein Teil der Pumpe, bevor ich sie kaputt gemacht habe. Die Röhre von einer Pumpe. Das Ventil von einer Pumpe. Ich glaube, das war's alles? Oder hast du noch was mitgenommen? Nein. Ich glaube, er sagte, die Tür öffnet sich ja per Schallschlüssel. Was ist, wenn wir daraus irgendwas basteln können? Was wie eine Flöte? Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Okay, zusammen miteinander. Grüße, Genosse. Geht nicht. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, ich auch nicht. Grüße, Genosse. Das kann ich nicht benutzen. Okay, dann fehlt uns vielleicht was.
uns etwas zu basteln. So, das ist die Tür. Ja gut, dann lass uns in den neuen Ort fahren. Neue Location ist immer gut. Aber wir sollten vielleicht mal die alten mal besuchen. Vielleicht hat sich was getan. Bei deinem Knastbesuch. Oder Ehrenanstalt. Keine Ahnung, wie man es nennt. Bin ja gespannt, was uns erwartet. Verzeihung, Bürger. Grüße, Bürger. Kann es sein, dass Sie Hilfe brauchen, Bürger? Nun ja, können Sie mich abschleppen? Mein Funk ist im Eimer und ich muss den AGAC anrufen. AGAC? Klar, ich habe leider nur kein Abschleppseil. Macht nix, ich habe eins. Angestellte der Miracle Group sind stets für alles gerüstet. Es ist magnetisch. Magnetisch? Fangen Sie! Okay. Okay. Hoffentlich können wir das Teil behalten. Es ist magnetisch. Hallo. Okay, bis hier. Vielen Dank, Bürger. Floyd. Floyd? Wie der Rebell, der überall gesucht wird? Ja, das ist die Kurzform für Floydin. Floydin. Nun, Bürger Floydin, darf ich mich vorstellen? Bürger Sano Fabic, der Miracle Group. Meine Karte. Miracle Group. Miracle Matt Abteilung. Handelsvertreter. Wenigstens der Alarm geht noch. Oh, Moment, er hat es mitgenommen. Was ist denn das? Miracle Mud. Was ist denn das? Du hast noch nie davon gehört? Muss man das kennen? Oh, wie fühlt man sich als Unikat, Madame? Sie müssen die letzten 30 Orbits auf Cygnus Alpha verbracht haben, wenn Sie noch nie davon gehört haben. Ich komme nicht oft raus. Aber die Kampagne war gewaltig. Wir haben jede Werbefläche von hier bis zum Sektor 12 gemietet, um das Produkt vorzustellen. Ich... Nun, die PR-Abteilung hat offenbar versagt. Ich habe 100% gefordert und sie meinten 90. Wir einigten uns auf 99,7. Ich bin wohl die Komma 3. Ich bin so froh, dass ich Sie getroffen habe, Bürger Floydin. Wir sollten dem Omnibrain dafür danken. Ihnen wäre sonst das Top-Produkt dieser Generation entgangen. Und was bewirkt dieses Miracle-Zeug genau? Was es bewirkt? Sie stellen die falsche Frage, Bürger. Fragen Sie lieber, was es nicht bewirkt. Das erspart uns viel Zeit. Wieso habe ich das Gefühl, dass Sie Ihre Sätze einstudiert haben? Wir reden hier über Miracle Mud, Bürger. Lesen Sie doch mal das Etikett. Anzuwenden bei... Die Schrift ist zu klein zum Lesen. Das war nötig, damit alles aufs Etikett passte. Ja, genau. Wie praktisch. Das Döschen schenke ich Ihnen, als Dank, dass Sie mir geholfen haben und so weiter. Wie großzügig, Bürger. So, ich muss jetzt den allgemeinen galaktischen Allmobilclub anrufen. Wie gut, dass ich Mitglied bin. Nochmal danke, Bürger. Wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, habt einen schönen Tag.